Eigentlich wollte ich mit Ridra, Drulala, der Kasper ist da anfangen, aber nee, das lassen wir jetzt. Das Thema ist jetzt zu heikel. Ja, komm. Bin gespannt. Ich bin jetzt echt gespannt. Warum geht bei Mama mir ist bei gerade meiner Dinge an? Geburt fast gestorben. Das ist es, was mir von den Geschichten meiner Mutter, meiner Oma und meines Vaters in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich an wenig bis gar nichts von meiner Kindheit zu Hause erinnern. Ich muss es trotzdem versuchen. Vielleicht finden sich genau dort die wichtigen Ereignisse, die ich kennen sollte. Nanny? Okay. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Das ist alles die gleiche Synchronstimme. Ich spüre einen stechenden Schmerz. Ist ja krass. Brauchen Sie etwas? Ich kann es spüren. Es ist soweit. Ja, schön, die Geräusche, die gefallen mir richtig gut. Ja, dann machen wir jetzt das Wunder der Geburt. Jetzt bin ich gespannt. Alles ist vorbereitet. Hilfe! Irgendwas stimmt nicht! Erich! Hilfe! Irene, geht es nicht gut? Ach, da ist er ja. Wie geht es, mein Schatz? Achso, das wird jetzt nicht gesprochen. Alles klar, dann muss ich ihn sprechen. Ich werde immer schwächer. Telefon benutzen, machen wir. Doktor, beeilen Sie sich, Irene ist krank. Telefon schwebt komisch. Wer kommt denn noch alles zur Party? Wie geht es Ihnen, meine Gute? Sorge dich nicht, Irene. Der Schmerz ist natürlich. Sorge dich nicht, Irene. Die sind aber sehr persönlich zueinander. Sorge dich nicht, Irene. Der Schmerz ist natürlich. Pressen, Irene, pressen. Gebären. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gebäre. Oh mein Gott. Ich spüre es selber. Es kommt. Es kommt. Es ist da. Ach, wie wunderhässlich, hübsch das Baby doch ist. Das Baby ist da. Wie geht es dir, mein Schatz? Was? Alles wird gut. Da kommt noch eins. Oder auch nicht. Arme Mama. Sie hat so gelitten. Ich habe sie so sehr verletzt, schon seit ich geboren wurde. Die große Frage ist dann immer noch, wen haben wir dann da beschnitten? Beziehungsweise wen haben wir beerdigt?
Wenn jetzt doch nur sie da ist. Und streichen. Ne, wir streichen erstmal einen Hund. Ein kleiner Dackel, ist der niedlich. Mama, ich habe Durst. Mama, ich habe Durst. Du hast gerade etwas getrunken. Du hast gerade etwas getrunken. Aber ist die sauer schon wieder? Was ist mit dir schon wieder los? Bist ja voll irgendwie daneben gerade. Malen. Beruhig dich mal. Zeichne mal was. Jetzt mal die da auch dieses komische Bild. Komm mal weiter. Okay, soweit kennen wir's. Mal weiter. Was wird das jetzt für ein Bild? Okay, ich eine ganz komische Vermutung, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Wir streichen nochmal Hundi. Ja, ein kleiner süßer Hund. Der funktioniert sogar ohne Fäden. Der geht über WLAN. Mama, ich hab... Ich muss mal. Mama, ich muss mal. What? Was soll ich dagegen tun? Du bist unausstehlich? Was soll ich dagegen tun? Du bist unausstehlich. Er hat doch nur gesagt, dass ich mal muss. Okay, Hunger vielleicht? Mama, ich hab Hunger. Es ist noch nicht Zeit zum Essen, nerv mich nicht. Es ist noch nicht Zeit zum Essen, nerv mich nicht. Bist du garstig, Mutterchen? Kann ich mit dir noch was machen, ne? Ich streichle den Hund nochmal. Ich habe so das Gefühl, dass der Hund nur noch eine Nebenrolle gleich ist. Mama, ich bin müde. Jetzt reicht's, geh in dein Zimmer. Ja, du bist aber auch nervig. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Oh, jetzt habe ich den Hund gedreht. Pow! Geh mir aus den Augen! Ich kann dich nicht mehr ertragen! Mann, bist du garstig, ey. Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen! Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, du schlägst jetzt nicht das... Meine Hände reichen nicht aus. Dieses Mal musst du es richtig lernen. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Ey, Freunde, ne, ihr könnt mich jetzt nicht dazu zwingen, das Kind zu schlagen, oder? Tut mir leid, Mama. Oh nein, das ist der Gehstock. Das ist der Gehstock aus dem Wohnzimmer, da wo unsere Schwester gelegen war. Ey, Freunde. Hau auch einfach ab. Ich kann sie nicht steuern, ne? Ich kann nur sie steuern. Oh Mann.
Das ist nur ein Spiel. Ist es nur ein Spiel? Ich glaube, die Frau sagte, dass meine verlorenen Erinnerungen am Ort meiner glücklichen Kindheit wieder auftauchen würden. Dies ist der einzige Ort, an dem ich jemals wirklich glücklich gewesen bin. Sind das also meine Erinnerungen? Ist das wirklich mein Leben? Oh Mann, ey. Wir lassen mal gucken, was die anderen alle für Optionen haben. Die Aussage, Martha, willst du nicht mit deiner Schwester spielen? Julia, spiel mit deiner Schwester. Ja. Julia, spiel mit deiner Schwester. Können wir Backe-Backe-Kuchen spielen? Hä? Oh Mensch, ey. Ich liebe dich, Mama. Ich weiß noch nicht, ob das so auf Gegenliebe stößt. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Oh Mann, ey. Sie ist stumm. Oh, sorry. Ja, ich mag dieses Spiel. Ich hab keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwas richtig oder falsch mache. Es ist gerade so eine abstruse. Martha, willst du nicht mit deiner Schwester spielen? Ja, Mein Schatz, Mama hat dich so sehr lieb. Du hast sie fast totgeprügelt, du... Wir machen jetzt mal eine Heultriade. Wir machen jetzt, sie heult dann auch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es auf den Krug hinausläuft. Oh oh. Was ist los? Hat Julia dich zum Weinen gebracht? Na, hagelt's wieder Hiebe? Ich habe gar nichts getan. Jetzt werde ich dich zum Weinen bringen. Oh nein, was habe ich getan? Gott, ey. Du unverschämtes Mädchen. Ja, jetzt weine ich. Na klar, und jetzt kriege ich noch einen oben drauf, oder?
Hör auf, diese Geschichten zu erfinden. Welche Geschichten? Du hast mir gerade eine reingehauen. Ich lasse jetzt mal Martha das runterwerfen. Mal schauen, was passiert. Trink mir doch mal einen Schluck. Achso, jetzt stelle ich ihn wieder hin. Aber wir machen jetzt mal Martha, dass die... Wir können wieder gar nichts machen mehr. Was ist... Das geht hier gerade völlig abstrus. Das nächste Mal fragst du nach einem Glas. In Ordnung? Ja, ich merke schon. Martha darf alles und Julio kriegt einen aufs Maul. So sieht's doch aus. Okay, sie langweilt sich. Geh jetzt mit deiner Schwester spielen. Eieiei, was mache ich denn hier gerade für Kombis? Was könnte sie jetzt noch machen? Nichts. Ich hab's befürchtet. Na, gehe ich gleich an auf den Deckel, weil ich den Krug nur anfasse? Das war so nicht geplant. Aber hey. Natürlich schaltet sich Mutti da ein. Was machst du da? Bist du verrückt? Eigentlich... keine Ahnung. Ich bin wütend auf dich. Ich werde dir Manieren einprügeln, du dummes kleines Gör. Die Geschichte läuft gerade total falsch. Komm mit! Jetzt! Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade treibe. Oh, die Küche. Tut mir leid, Mama. Es tut mir so leid. Komm mit! Ich werde dich in deine Schranken weisen, Gör! Sie wurde festgebunden? Tut mir leid, Mama. Ich werde es nicht mehr tun. Versprochen. Zu spät. Diese falschen Tränen werden dir nicht helfen. Steh still! Ich muss sitzen. Oh oh. Hilfe! Ey, mir gefällt nicht, auf was das jetzt gerade hinausläuft, wenn ich ehrlich bin. Da ist ein großer Topf, da ist ein Hund. Ich... Ey, komm, Leute, ey. Ach, kommt schon. Nein, das hat sie nicht gemacht. Ey, das hat die nicht gemacht. Ich gebe dir gleich einen guten Grund zu bellen. Lass meinen Hund in Ruhe. Ey. Ihr seid doch nicht ganz sauber. Die hatten nicht... Ey, meine Fresse. Die hatten nicht den Hund in den Topf rein...
Langsam kann ich verstehen, dass Julia sie einfach nur umgebracht hat. Es bringt nichts zu schreien, dummes Girl. Nein, Mama, bitte. Ja. Dito. Du bist verrückt. Aber komplett. Komplett durchgeknallt. Sicher. Jetzt zeige ich dir, wie verrückt ich bin. Das hast du soeben gerade getan. Halt die Back. Sie hat gezwungen, ihren Hund zu essen. Hilfe, Papa! Hilfe! Oh mein Gott, ist das krank. Schreien bringt nichts. Dein Vater ist nicht da, wie immer. Oh mein Gott. Das ist furchtbar. Ist das? Nein. Nein, danke. Nein. Oh Mann. Ich werde ihn nicht essen. Ich sagte iss. Geht es jetzt stundenlang so weiter? Sie sagt nein. Okay, sie isst. Ich fing an, mich zu erinnern. Ja. Aber es war einfach viel zu viel auf einmal. Danke. Ich hatte keine Zeit, genau zu ergründen, was passiert war. Es wühlte mich zu sehr auf. Diese Erinnerungen hervorzuholen, war wie der Versuch, sich selbst einen Zahn zu ziehen. Fast unmöglich und viel zu schmerzhaft. Die weiße Frau hatte mir gesagt, die Kirche sei ein sicherer Ort, ein Zuhause für deren Kinder. Don Attilio, der Priester. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm telefonieren. Okay, es gab auf jeden Fall eine Schwester. Das ist Fakt. Und Martha wurde immer bevorzugt. Julia war immer die Böse, aus dem folgenden Grund wahrscheinlich, was wir ja schon erfahren haben. Dass dadurch, dass ja Martha extra nicht mehr gesprochen hatte, dann diagnostiziert worden ist, dass Julia im Mutterleib Martha quasi mit der Zeit dann taub gemacht hat, was jetzt je älter sie wird, dann Auswirkungen hatte. Also, aber also als Strafe den Hund töten ist ja schon richtig heftig. Den aber noch zu kochen und dann dem Mädchen zum Essen vorzuwerfen. Okay. Die Mutter hat aber auch so dermaßen eine an der Klatsche, das kannst du ja, also das darfst du ja keinen erzählen. Achso, ja, wir sind ja auch leicht nicht ausgeraubt, aber gedingst worden, ne? Da war ja noch was. Na gut. Wir rufen jetzt mal den Pfarrer an. Was für eine abstruse Geschichte. 6. Ja, 9. 3. Und die 8. Jetzt bin ich aber gespannt, wie wir das jetzt erklären. Hier spricht Don Attilio. Wer ist da? Vater, hilf mir. Sie sind alle tot. Mama, Papa, alle. Julia, komm sofort zu mir. Bleib nicht allein. Es ist zu gefährlich. Komm in die Stadt. Du kannst hier bei mir bleiben und wir können über alles reden. In Ordnung? Ist gut, Vater. Aber zuerst möchte ich noch eine Weile mit meinen Puppen spielen. Julia, sei nicht albern. Komm sofort zur Kirche. Was ist denn, wenn wir jetzt hier diese deutsche Kommando mal anrufen?
Könnten denen ja wenigstens mal sagen, ey, Leute, euer General, der ist nicht mehr. Um es mal so salopp auszusprechen. Und wir sind vielleicht von den Alliierten überrannt worden. Okay, dann nicht. Ich hab's versucht. Okay, wir spielen wieder mit ein bisschen Püppchen. Sehr interessantes Bild. Ein sehr interessanter Anruf vor allen Dingen. Okay, jetzt will sie wieder mit Püppchen... Nee, sie will nicht mehr mit Püppchen spielen. Was willst du denn jetzt machen? Puppentheater. Nimm das Fahrrad. Fahre nach San Cassiano. Okay. Deutsche Kommando. Doktor. Ja, könnten wir hier nochmal vorbeifahren? Was ist das Foto in der Nähe des Baches? Das könnten wir auch machen. Dann besteigen wir unseren treuen Drahtesel. Und radeln von dannen. Eieiei, ist es finster. Okay, sie hat ein Licht. Das ist doch schon mal gut. Aber dann war ja die Entscheidung, ob wir es Papa sagen mit den Partisanen oder nicht, völlig irrelevant scheinbar. So, warte mal, ich halte mal kurz an. Nee, anhalten. Weil... bis ich mit dem Fahrrad wieder da runtergefahren bin und wieder da hoch, bin ich glaube ich schneller gelaufen. Was ist denn das jetzt wieder für eine ganz merkwürdige Musik und warum sehe ich denn hier nichts? Also gut. Das Foto ist jetzt da, wo Sie es haben wollten. Ein Traum. Was sagt denn das Spiel jetzt zu den Fotos? Wir nutzen den Telegrafen? Wirklich jetzt? Kann ich den überhaupt noch benutzen? Sag mal, lauf doch mal bitte hier um die Ecke. Oh nein, wir müssen wieder ein Morse-Spiel machen. Okay, Fahrer, du bleibst mal kurz stehen. Also, Karte, was ist denn... Karte! Karte! Danke! Ich kann die nicht bewegen, so... Warum gehen die... Okay, wir müssen da hoch. Jetzt muss ich hier erst wieder morsen, ey. Ich fasse es nicht. Na gut, wenn das Spiel sagt, ich muss jetzt morsen, dann morsen wir jetzt eine Runde. Aber ich habe keinen Stress mit. Schlapp, 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 schlapp. Ach Gott, ist es dunkel hier. Der Generator läuft noch. Was? Okay, man sieht dann was. Wollte schon sagen, wie soll ich denn das jetzt machen? Okay, wir müssen wieder die Stadt brennt, das ist ja wohl wieder wahr. Ich habe das Foto an der gewünschten Stelle platziert. Also muss ich nur noch die richtigen Worte finden, um das zu kommunizieren. Oh, und natürlich muss ich mir das Codewort merken. Natürlich. Okay, Stadt brennt. Wo war denn das? Brennt. So, dann... Licht brennt, General, Foto. Versteck. Gebäude. Und Ende. Mehr gibt's nicht, das ist ja wohl eindeutig. Nein, nein. Das kommt mir nicht eindeutig genug vor.
Ich muss die richtigen Worte finden. Das Foto der Karte ist in Position. Okay. Na dann. Okay. Foto. Karte. Eine Karte. Karte positioniert. Ende. Wo war ein Ende? Da. Achso, jetzt muss ich das jetzt wieder hier machen. Ich brauche die maximale Konzentration. Und ja. Oder ist ja ich gut. Werde das nie schaffen. Ist ja gut. Ach komm. Was? Können nicht alle einfach nur schreiben, alles klar, gut gemacht, tschüss. Wieder ein Roman, oder? Oh, war kurz hier. Okay, Strich. Punkt, Strich. Punkt, C. Strich, Punkt, C. Haben wir einiges. Wahrscheinlich F, ne? Dann kommt Punkt, Strich. Nee. A. Punkt, Strich, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, R. Das ist das hier. Panzer. Punkt, Strich, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, A. Strich, Punkt, Strich, Punkt. Nee, warte mal. Punkt, Strich, Punkt, Punkt. So rum ist es. L. L. Dann Strich, Punkt, Strich, Punkt. LC. Haben wir LC irgendwas? LC, ja. Und dann nochmal LCL. Standort. Und Strich. Punkt. Strich. K. Wie Ende. Sie haben die Position des Panzers ermittelt. Ich sollte mit Erhalten bestätigen, dass ich Ihre Nachricht verstanden habe. Okay, und wo? Ach da. Ach so. Stadt brennt erhalten. Ich füge am Ende einfach. Ach so, ja. Ja, ist ja gut. Deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ja. Over, wo war denn das Ende? Ach so. Nein, jetzt hör doch auf, schon wieder ein. Schreib doch nicht schon wieder ein Buch. Die hören nicht auf. Die schreiben wieder einen Roman. Das letzte ist Ende. Also gut, Strich, Punkt. Ne, warte mal. Das ist ja nur ein Strich. Strich T, 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 T. T. Okay. Strich, Punkt, Strich. Ne, Quatsch. Punkt, Strich, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, R. Gibt's was mit TR? TRV.
Wahrscheinlich, ne? Strich, 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 Dings, eins. Ja. Okay. Punkt, Strich, E. Was haben wir da alles mit E? E. Ich blind? A, B, C, D, E. Ach, da haben wir nur eins. Das kann ja nur das sein. Finde Gebäude. Strich, Punkt, Punkt. Strich, Punkt, Punkt, D. Haben wir einiges. D, Punkt, Strich, Strich, Punkt. Punkt, Strich, Strich, Punkt. DB. DP, DP, DP ist das hier. Finde Gebäude versteckt. Dreimal Punkt, 1, 2, 3 und Strich V. Nähe. Punkt, Strich, Strich, Strich. Ne, Strich, Punkt, Punkt, so rum. Strich, Punkt, 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 B. Wie viel haben wir mit B? Haben wir 2. Okay, was ist der nächste Buchstabe? Strich, Strich, Strich. S, okay. B, S, D, Wälder. Finde Gebäude versteckt Nähe Wälder. Haben wir. Ende. Nein, irgendwas stimmt nicht. Ich sollte das nochmal versuchen. Das war jetzt so fies, ey. Oh Mann, okay. Strich. T. Alles klar. Punkt, Strich, Punkt. Punkt, Strich, Punkt. TR. TR ist das. Strich, Punkt Strich. Punkt Strich ist A. A haben wir, ach so. Finde Waffen. Finde Waffen. Strich, ja. Punkt. Strichpunkt. Ja, finde Waffen. Strichpunkt. N. Punkt. D. Haben wir einiges, ne? Haben wir gesagt. Punkt. Strich. Punkt. Strich. Strich. Punkt. DP. Versteck. Punkt. 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 Strich. V. Nähe. Strich 1, 2, 3. Ne, warte mal. Strich 1, 2, 3. B. B haben wir. Wälder wahrscheinlich, ne? Dreimal Strich. Ja, Wälder. Ende. Im Wald ist ein Waffenversteck? In meinem Wald? In Ordnung. Ich werde es suchen. Ich sollte erneut mit Erhalten antworten. Okay. Erhalten. Wo waren das jetzt wieder? Verdammt. Da. Ach so. Ja. Stadt brennt. Erhalten. Over. Ende. Aus. Nein, jetzt wird doch einfach schon wieder einen Roman zu machen. Es ist nicht wahr. Ich hab gerade meine Mutter getötet. Mein Vater ist tot. Und ihr fangt mir jetzt an hier... Buch vorzumorsen. Punkt, Strich, Strich, Punkt, P. Okay, was haben wir alles nochmal mit P? P haben wir drei Sachen. Okay, das heißt ja wohl, es muss was mit drei Buchstaben sein. Das. Strich, Strich, Punkt, Punkt, Strich, Strich, Punkt, Punkt, PZ haben wir da was? Ja. Strich, Punkt, Punkt, Punkt. Strich, Punkt, Punkt, Punkt.
B. Strichpunkt. BN. BN. Haben wir das. Platz. Flagge. Okay. Punkt. Strich. Strich. Punkt. Wieder P. Wahrscheinlich ist das nächste ein O. Punkt. Strich. Punkt. Punkt. BL. Mast. Punkt. Strich. Punkt. Punkt. L. Strich. Punkt. Strich. Punkt. LC. LC. Mastlicht. Platz. Flagge. Mastlicht. Strich. Punkt. Strich. Punkt. C. Punkt. Strich. Punkt. Punkt. CL. Geschlossen. Hat für mich gar keinen Sinn. Strich. Punkt. Strich. Punkt. C. Strich. Strich. CM. CM und dann nochmal wahrscheinlich. Naja. Platz, Flagge, Mast, Licht, geschlossen, Kommunikation. Und dann Ende. Ah, oder? Strich, Punkt. A. Ah. Punkt, Strich, Punkt. Ach, Ende. In Ordnung. Also, nachdem ich dort gewesen bin, werde ich eine Flagge am Telefonmast in der Nähe des Hauses anbringen. Dann wissen Sie, dass ich die Aufgabe erfüllt habe. Ein Kinderspiel. Ja, nur, dass wir nichts sehen. Jetzt. Ah ja. Na gut. Wie viel haben wir? Oh, schon, oh Gott, Überlänge gemacht. Okay. Mal auf so zu rattern, ich muss mal geschickt. Wir werden jetzt im Dunkeln spazieren gehen. Und zwar werden wir mal kurz dieses Waffenversteck aufsuchen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was und ciao.